Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teardown. Meine Damen und Herren, wir haben vor uns einen gigantischen Fernsehturm und den werden wir am heutigen Tag wegsprengen. Beziehungsweise haben wir generell ein paar Experimente damit vor, weil ich will auf jeden Fall auch gucken, ob Godzilla stärker ist als dieser Fernsehturm. Ob er den einfach wegklatschen kann. Aber als erstes gucken wir uns erstmal an. Ich weiß nicht, ob ich hatte da schon wieder so einen kleinen Ausfall. So einen Aussetzer. Tür? Sag mal. Wie komme ich da jetzt hier rein? Ja, Shotgun. Ja, so mache ich mir den Weg frei. Ne, ich komme aber immer noch nicht rein. Ja, so geht das. Ah ja, ein Fahrstuhl, sehr gut. Elegant. Ich würde ganz gern in den... Ja, nach ganz oben, oder? Was ist denn... Wir fahren 23, wir gucken erstmal. Könnte ich jetzt den Fahrstuhl so kaputt schießen, dass ich runterfalle? Weil hier oben müsste doch so ein Kabel sein. Wo ist das? Ah, nee, da sind mehrere Kabel scheinbar an der Seite. Ah, ja, das ist ja nett hier. Ah, da ist noch eine Tür. Macht Sinn. Ja, schön. Ach so, hier ist nur das Treppenhaus. Oh, guck mal hier. Hier richtig schick. Oh, da geht's tief runter. Ja, warte mal, ich bräuchte einmal bitte Fahrstuhl. Ah, hier kann ich auch noch so hoch. Krass, dass der immer noch funktioniert. Oh Mann, Junge, ich leg's eigentlich nur darauf an, dass dieser Fahrstuhl gleich kaputt geht. Achso, wir waren jetzt ja, okay, ganz oben. Hallo? Danke. Oh, ein Serverraum. Nicht schlecht. Hier geht's auch, ja doch, hier geht's, warte, hier geht's noch weiter nach oben. Kommen wir denn bis zur Spitze? Oh, warte mal, wenn ich das hier... Müsste da nicht der Fahrstuhl abstürzen? Nö. Okay. Sag mal, jetzt kann ich schon wieder hier nicht längs. Danke. Ja, aber warte mal, wir sind immer noch nicht ganz oben. Da geht's definitiv noch weiter nach oben. Oh! Oh. Jo, wie konnte ich das denn überleben? Wer bin ich denn? So, warte mal. Jetzt werden wir mal kurz was bisschen was ausprobieren. Was haben wir denn? Sniper, Bananenbombe, das Katana. Schaffen wir es? Ja, hier würden wir es direkt durchschneiden. Das wäre schon geil. Oh ja, man merkt, es ruckelt. Weil da natürlich jetzt alles berechnet werden muss, weil wir das Ding jetzt gleich in zwei Stücke schneiden. Oh Gott. Alter. Oh, oh. Der soll jetzt aber nicht auf mich krachen. Es tut mir leid, dass es hier so ruckelt. Als ob. Wir haben ihn so sauber durchtrennt, dass der... Sieh, der steht einfach noch krank. Aber warte, ich hab eine Idee. Und zwar, wir haben doch genau, wenn wir jetzt Plane View... Da ist nämlich jetzt, haben wir das Flugzeug da vorne geholt. Sind aber... Nee, wir sind nicht zu hoch. Da waren wir eben. Da könnten wir reinballern. Alter. Ja, warte mal, aber lass uns das nochmal. Alter, wie das wegcruncht. Oh, was denn jetzt? Oh, ich habe jetzt kurz die Munition gewechselt. Ja, man kann da, aber man kann es nicht so richtig durchtrennen. Ich mach mal auf Restart. Ah, warte mal, wir können doch auch. Ja, natürlich, wir können fliegen. Ja, das hätte ich da oben mal machen sollen. Weil dann können wir mal auf die Spitze fliegen. Alter, das Ding ist so ab... Was meint ihr, wie hoch ist das Ding? Bis hier die Spitze. 200 Meter? 100 Meter? Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja in den verschiedensten Städten... Ah ja, hier ist Ende Gelände. Gibt es ja Fernsehtürme. In Hamburg gibt es einen. Meine Großeltern waren da auch manchmal essen. Da war so ein fancy Restaurant drin. Ja, wir ballern da einen Asteroiden rein. Okay, ich würde sagen... Dicker, fetter Asteroid in 3, 2, 1, Anschuss! Da kommt er. Da kommt der dicke Asteroid. Und? Alter. Der ist da einfach durchgegangen wie Butter. Jetzt kollabiert so ein bisschen der Turm. Obwohl die Spitze geht noch. Wir könnten noch mal einen durchballern. Lass mal ein bisschen weiter. Oh.
Das sieht schon sick aus. Man sieht richtig, wie er hier so reingefressen ist. So, kommt noch einer? Ich hab noch mal gedrückt. Ich höre ihn. Oh! Der kam von der Seite. Ich dachte, der kommt jetzt mehr so von unten rein. Hä? Aber wie kann denn dieser Turm noch stehen? Wir brauchen die Mega-Gun. Jawohl. Na komm. Bam. No way. Doch. Baum fällt. Er will nicht so recht. Er will. Doch. Er kippt jetzt zur Seite. Alter, ist das geil. Zack. So ein gigantischer Fernsehturm. Okay, aber er ist nicht, da fällt alles so ein bisschen raus. Aber er ist jetzt nicht komplett weggeschallert. Das sieht schon cool aus. Stimmt, wir wollten ja gucken wegen Godzilla. Ja, warte mal, ich mach mal Restart. Und dann kämpft Paletto jetzt mal ein bisschen hier gegen Godzilla. Und dabei muss ich ja nur ausprobieren. Warte mal, ich spawn ihn. Godzilla. So, komm mal her, Junge. Okay, muss nicht so schreien. So, und ich muss jetzt seinen... Ich muss ihn jetzt erstmal auf mich aufmerksam machen. Hey, Godzilla! Deine Mutter sieht... Oh Gott! Sieht aus wie ein Auto! Ja? Komm her. Was, Mutter? Ja, ich habe das über deine Mutter gesagt. Oh, jetzt geht er ran. Oh, er schießt durch. Ja, er schafft das damit. Aber sein... er hat sein Gesicht da irgendwie reingesch... Oh, Alter, er beißt einfach durch. Läuft bei dir, Godzilla. Oh ja? Jetzt bisschen weiter noch nach rechts. Du Dulli. Godzilla! Nee, sein Kopf ist falsch. Das ist doch Mist jetzt, Godzilla. Da kommt er. Direkt auf Godzilla und den Turm. Oh, er kann immer... Was? Ganz ruhig. Ich glaube, ich habe ihn sogar so ein bisschen befreit. Ja klar, ich habe ihm Gefallen getun. Ich habe ihn gemein genug. Oh, jawohl, jetzt geht er durch. Junge, das wird so krass, weil der Turm noch komplett steht. Ja, friss dich richtig rein, Godzilla. Ja. Genau hier. Oh. Na, den hättest du ein bisschen mehr aufladen können. Komm mal her. Komm. Godzilla. Oh, guck mal, schicker Schwanz. Ja, nee. Ich bin hier. Sag mal, schielst du? Du musst da durch. Ich hole mir noch einen, Alter. Jetzt zwei. Double Godzilla Action. Bam. So. Genau. Perfekt. Das Ding muss doch gleich durch sein. Oh, jetzt kommen sie aber von... Oh, jetzt greifen sie mich von beiden Seiten an. Das ist nicht so geil. Weil die können mich auch tatsächlich wegklatschen. Oh! Ja. Er versucht mich hier mit seinem Schwänzen zu attackieren. Der Kranke. Ja, das war gut. Unten ist schon viel kaputt. So, oh. Ja, genau. Jetzt schießen. Ja, Jungs. Ihr müsst das jetzt auch mal da durchtrennen. Sonst muss ich euch... Ja. Hier, nach rechts. Komm schon. Sag mal, ihr seid doch jetzt zu zweit. Ihr müsst das doch schaffen. Atombombenabwurf in 3, 2, 1, go! So, warte mal, aber das hat die gar nicht gejuckt. Wir brauchen noch mal einen Schuss. Schieß noch mal ein. Oh. Alter. Junge, er wird zwar weggefetzt. Jetzt komm. Sag mal, jawohl, der Turm fällt. Wir gehen ein bisschen weiter zurück. Nee, er kippt nicht. Oh Gott, noch einen rein. Oh, es fängt an zu ruckeln. Ja, Godzilla ist umgefallen, der Trottel. Ja, der Turm fällt. Oh, das wäre so geil, wenn er mitten auf Godzilla fallen würde. Da, man sieht jetzt, wie er runterkracht. Hier ist leider noch so ein bisschen Rauch. Oh, bitte fall direkt auf Godzilla. Nee, warum fällt er jetzt so komisch? Ja. Nein! Zumindest ein bisschen auf Godzillas Schwänzen. Godzilla, lebst du noch? Geht's dir gut? Oh, okay. Ja, ich würde sagen, Iron Man verpasst Godzilla jetzt den Rest. Bam! Junge, juckt Godzilla gar nicht. Oh. Godzilla? Ich glaube, wir haben Godzilla fertig. Oh, Godzilla, Alter. Sag mal, wieso schaffe ich das nicht, den Jungen fertig zu machen? Habe ich denn nichts? Go!
Es juckt ihn nicht. Junge, ich hab den doch schon mal besiegt. Railgun. Oh, dieser Sound ist so geil, wie sie auflädt. Juckt ihn nicht. Jetzt steht er plötzlich auf. Es ruckelt mega plötzlich. Ich weiß nicht warum. Ah, weil ich dadurch das Ding durchschneide und ihn damit befreit habe. Ja, das war jetzt eine absurd dumme... Alter, wie geil das aussieht. Absurd dumme Idee. Ja, ich habe nichts, um ihn aufzuhalten. Der Asteroid? Wieso kann ich ihn plötzlich nicht mehr besiegen? Ich muss einfach ganz viel auf ihn draufballern. Sonst kriege ich den nicht down. Die kommen viel zu spät. Okay, das Schwarze... Als ob. Ich bin down. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, ihn zu plätten. Ja, da kommt der Schwarze. Oh nein, das wird jetzt gleich alles einsaugen. Das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Wie Team Rocket sagen würde. Ich kann noch mal gucken. Oh ja, er wird so langsam vom schwarzen Loch eingesaugt. Das kann doch nicht sein, dass ich es nicht schaffe. Und jetzt das Schwarze. Oh nee. Als ob. Er hat seinen Schwanz verloren. Seht ihr das? Sein Schwanz fliegt da rum. Und ich bin irgendwie, ja, weil ich mega low HP bin. Oh, und das schwarze Loch saugt so langsam alles ein. Das war's. Nee, er lebt immer noch. Oh, fast down. Godzilla, Alter, du hast keine Beine mehr. Was willst du denn jetzt von mir? Was soll denn der Mist? Aber warte, ich habe noch die Mini-Nukes. Oh. Das sind jetzt diese kleinen Mini-Atombomben, die wir verschießen. Geh down! Haben wir es geschafft? Ich glaube, er ist weg. Ja. Ich glaube, das hat ihm jetzt den Rest gegeben, abgesehen vom schwarzen Loch. Ich muss das nochmal kurz testen. Godzilla. So, komm mal her, Homie. So, jetzt, ich muss ein bisschen fliegen. Nimm dann die Megagun. Switche auf Mini-Nuke. Let's go! Friss die Atombomben! Krass. Das ist es. Diese Mini-Atombomben in so einer Frequenz sind das Einzige, was ihn aufhalten kann. Weil der regt sich jetzt wirklich. Da passiert auch nichts mehr. Mal gucken, die gegen den Turm. Ja, zerfetzen den auch richtig gut. Hat der gar keine Chance. Und er fällt. Oh, ich liebe das. Ich weiß nicht, was diese Faszination ist, irgendwas komplett zu zerstören. Aber es ist so geil, wenn das so fällt. Und dann, bam, klatscht das so auf den Boden. Ja, gut, so richtig aufgeklatscht ist es nicht. Aber ey, zerstören macht einfach so viel Spaß. Aber ich würde sagen, genügend zerstört für heute. Leute, das war's mit einer kleinen chaotischen Folge von Teardown. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht für weitere Experimente gerne hättet. Und falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Hier sind jetzt noch weitere Videos. Schaut doch gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.